Jetztli, der größte Quantencomputer in Europa ist im Schwaberländli. Merken Sie etwas? Wir sind Käpsele. Und wenn der Mediamarkt ihn einmal hat, bin ich der Erste, der sich einen holt für mein Modelleisenbahn. Aber ich sehe schon, Sie haben keine Ahnung von Quantencomputer. Also sperren Sie Ihre Glotzpäppel auf, los geht's. Ein neues Zeitalter bricht an in der Computertechnologie. Eine Explosion der möglichen Rechenleistung und mit dem, was wir bis jetzt kennen, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und daraus folgend eben auch unglaubliche neue Möglichkeiten, zumindest in der Theorie, mit Quantencomputern, an denen viele ja gerade arbeiten. Und das Ganze basiert auf Quantenmechanik und klingt auch ein bisschen abgefahren. Und ich muss hier vorausschicken, das sind Dinge, wo ich mir jetzt auch nicht anmaßen würde, dass ich sie verstehe oder dass ich sie sogar herleiten könnte, sondern ich nehme das auch alles nur zur Kenntnis und darum mögen mir diejenigen auch, die Profis, die sich mit sowas beschäftigen, das eine oder andere verzeihen, dass es vielleicht nicht hundertprozentig akkurat ist. Es gibt eine Welt, in der wir leben, die ist logisch, da gelten Naturgesetze, es gelten Ursache und Wirkung, so wie wir sie kennen. Wenn vor Ihnen ein Tisch steht, dann steht der da, der schwebt nicht durch den Raum und es sind auch nicht mal zwei Tische und dann mal überhaupt kein Tisch. Aber in der Quantenwelt, in der Welt der kleinsten Teilchen, da gelten andere Gesetze. Und die Eindeutigkeit aus unserer Welt, die gibt es da nicht, zumindest so lange nicht, solange sie nicht beobachtet werden, also keine Messung oder Wechselwirkung stattfindet. Und wie kann man sich so einen Quantenzustand vorstellen? Stellen Sie sich vor, Sie sind allein zu Hause. Sie können machen, was Sie wollen. Frei nach Harald Junke, keine Termine und leicht ein Sitzen. Sie haben schon eine Flasche Wein getrunken, die zweite haben Sie auch schon halb leer. Und irgendwann ändert sich wahrscheinlich Ihr Zustand und vielleicht haben Sie ja das Gefühl, dass Sie schweben und dass Ihr Geist schon die ganze Welt umfasst und Sie sind auch nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern Sie sind irgendwie überall und nirgends, jenseits von Raum und Zeit, in ihrer Quantensuperposition. Nur in dem Moment, wo sie die Musik vielleicht nochmal lauter gemacht haben und rumtanzen in der Wohnung mit einer Unterhose auf dem Kopf, da kommt ihre Familie zurück und sagt, was machst du denn da? Und das ist der dramatische Moment der Wechselwirkung mit der Außenwelt und ihr Wellencharakter und ihre Quantensuperposition kollabieren in Sekundenbruchteilen. Den armen Photonen und Elektronen, denen passiert sowas jeden Tag. Nur in dieser Superposition, vorher eben völlig losgelöst von den klassischen Naturgesetzen, da liegt natürlich auch eine große Chance drin für Anwendungen. Was heute mit Computern gemacht wird, auch die komplexesten Operationen, das basiert alles auf entweder oder, 0 oder 1 und durch den Schaltkreis fließt eben entweder Strom oder nicht. Aber wenn man eben ein System hat, das im Quantenzustand Berechnungen durchführen kann und dann hat man auch alle Optionen dazwischen und die Berechnungen würden auch nicht mehr hintereinander laufen, sondern gleichzeitig. Man kann das noch nicht voll ausschöpfen, aber es gibt Fortschritte und die kleinste Speichereinheit ist da kein Bit mehr, sondern ein Qubit. Und mit jedem zusätzlichen Qubit steigt die Rechenleistung exponentiell, sodass zum Beispiel der Sycamore-Prozessor von Google mit 53 Qubit anscheinend in 200 Sekunden eine komplexe Aufgabe gelöst hat, für die der Supercomputer Summit von IBM mindestens 10.000 Jahre brauchen würde, sagt Google zumindest. Summit ist ein klassischer Supercomputer, für den man eine 860 Quadratmeter Halle braucht. Das ist also schon sehr beeindruckend. Und wahrscheinlich ist es aber erst der Anfang.
Aber auf der anderen Seite, der technische Aufwand dafür ist natürlich gewaltig. Und weil solche Systeme muss man ja in diesem Quantenzustand halten. Und da ist es leichter, einen Sack Flöhe zu hüten und solche Systeme überhaupt erstmal zu entwickeln. Da reicht es natürlich auch nicht, wenn man denen eher einfach eine Unterhose drüber zieht oder sowas. Sondern da wird gearbeitet mit Supraleitern, mit Ionenfallen, mit Legierungen, die dann abschirmen vom Erdmagnetfeld und so weiter. Fragen Sie bitte nicht nach Details hier, ich habe davon auch keine Ahnung. Einigen wir uns einfach drauf, es ist kompliziert. Wer hat die Nase vorn beim Quantencomputer? Ganz vorn mit dabei ist natürlich Google, von denen erwartet man auch nichts anderes. Und überraschend stark ist auch IBM. Im November haben sie ihren neuen Quantenprozessor Osprey vorgestellt. Zurzeit der größte Quantenprozessor mit 433 Qubit. Das ist eigentlich schon jenseits von Gut und Böse. Würde man das darstellen wollen mit einem klassischen Computer, dann wären das mehr Bit, als das Weltall Atome hat. Das ist die Quantenwelt. Und auch IBM entwickeln die Systeme natürlich weiter. Und von IBM ist auch der berühmte Quantencomputer in Ehningen bei Stuttgart, das Modell Quantum System One. Der macht schon was her. Zeitlos schön, ein echter Schwabe eben, schon fast ein Art Deko-Möbelstück. Da steht er jetzt, rechnet vor sich hin in Ehningen, ist auch für alle offen. Also Sie können da auch jederzeit anfragen, wenn Sie ein sehr komplexes Rechenproblem haben. Hausaufgaben, Betreuung, der Jahresabschluss vom Kegelverein und so weiter. Die Monatsmiete liegt bei 11.261 Euro. Auch andere große Konzerne entwickeln Quantencomputer, also Microsoft, Nvidia, Intel und auch Honeywell, der Mischkonzern zum Beispiel aus den USA. Es haben jetzt natürlich viele das Gefühl, sie könnten sich's auch nicht mehr leisten, da nicht mitzumachen. Und in Japan ist zum Beispiel auch Fujitsu mit dran. Man raunt, Google sei am weitesten, zumindest in der Grundlagenforschung. Die haben da auch viel investiert. Und das ist die Aktie von Alphabet. Alphabet, der Google-Mutterkonzern, der 5-Jahres-Chart, ist inzwischen auch wieder runtergekommen auf ein vernünftiges Niveau, kann man sagen. Das KGV liegt ungefähr bei 19. Letzten Endes macht Alphabet den Großteil vom Gewinn natürlich immer noch mit Werbung. Und da läuft es zurzeit nicht so besonders gut. Man muss aber bedenken, sie haben eben auch sehr viel Geld investiert in andere Sparten, die bis jetzt defizitär sind, was sich aber ändern kann. Und wer nach einer Quantencomputeraktie sucht, für den wäre Alphabet sicherlich ein Basisinvestment. IBM, ein ganz interessanter Kursverlauf. Die letzten 10 Jahre hat man mit der Aktie eigentlich nichts verdient. Aber jetzt steigt sie wieder und sie ist vor allem auch 2022 leicht gestiegen, als die meisten anderen Technologieaktien stark gefallen sind. Und interessant ist, dass IBM ja eigentlich kaum noch Hardware-Geschäft hat. Das haben sie ja fast alles verkauft. Die sind jetzt hauptsächlich ein IT-Service-Unternehmen. Aber zum Beispiel bei der Halbleiterentwicklung und eben auch bei Quantencomputern, da betreiben sie trotzdem noch sehr viel Grundlagenforschung. Und das Service- und das Cloud-Geschäft, das läuft aber ganz gut. Und die Aktie ist jetzt auch nicht unbedingt teuer, hat ein KGV von 15 und eine Dividendenrendite von fast 5%. Auch interessant bei einem Technologieunternehmen. Und dann noch ein kurzer Blick nach China. Da arbeitet zum Beispiel Alibaba an Quantencomputern, aber ganz besonders und allen voran eben auch Baidu, wo man inzwischen auch einen 36-Qubit-Prozessor fertig entwickelt hat. Hier die US-ADRs von Baidu wegen der längeren Historie. Baidu haben unter diesem Einbruch von den China-Aktien die letzten 2 Jahre natürlich auch gelitten, haben sich wieder etwas erholt, aber noch nicht übermäßig. KGV-Bewertung ist es ungefähr bei 16. Und Sie wissen vielleicht, in früheren Videos zu Baidu habe ich mich zu der Aktie tendenziell immer positiv geäußert. Und die Konstellation ist ähnlich wie bei Alphabet, nur dass bei Baidu das Kerngeschäft Internetsuche und Werbung schon länger nicht mehr wächst eigentlich. Aber wir haben eben auch da immense Investitionen in andere Zukunftsbereiche, Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz, dann vor allem das autonome Fahren.
Da spielt Baidu wirklich eine führende Rolle in China und eben auch Quantencomputer, ein Thema, das auch China vehement vorantreiben wird im harten Technologiewettbewerb mit den USA. Und bei all diesen Aktien würde ich sagen, wenn sich eins von diesen Unternehmen wirklich eine führende Position da erarbeiten sollte im Quantencomputerbereich und das dann auch kommerziell verwerten kann, dann wäre das natürlich schon ein Wahnsinnsdurchbruch und die würden sehr wahrscheinlich die IT-Welt dann auch mit dominieren. Aber der Weg bis dahin kann lang sein, sodass ich sagen würde, wenn Sie jetzt sagen, Sie finden eins von diesen Unternehmen, eine von diesen Aktien sowieso schon gut, dann ist die Quantencomputer-Fantasie bestimmt noch ein gutes zusätzliches Kaufargument. Man sollte sie aber nicht nur deswegen kaufen. Und was es auch schon gibt, sind kleinere Unternehmen aus dem Bereich, zum Teil fast noch Startups, die auch an die Börse gekommen sind in dieser Technologiebegeisterungswelle vor ein, zwei Jahren. Da kann man sich allerdings denken, dass das nicht so besonders gut gelaufen ist. Hier zum Beispiel D-Wave Quantum. Der Chart ist von der Webseite der Nasdaq. Die sind an die Börse gegangen im August, haben sich seitdem aber fast gezehntelt. Dabei hat D-Wave eigentlich schon was auf die Beine gestellt auch. Also sie bieten zum Beispiel Quantenrechenlösungen über Cloud-Dienste an und haben da zum Beispiel auch ein Projekt mit Volkswagen schon erfolgreich abgeschlossen. Oder auch Arqit Quantum aus London, der Chart hier ist von TradingView. Die bieten zum Beispiel Verschlüsselungstechnologie an, die auch von Quantencomputern nicht geknackt werden kann, sagen die. Ist auch ein interessantes Thema. Aber auch die Aktie hat es hart erwischt und es gibt da auch noch etliche andere. Es sind aber natürlich alles Aktien, mit denen sie schon rein auf das Thema Quantencomputer setzen könnten, aber meistens defizitär, hochspekulativ natürlich, weil wir eben auch nicht wissen, ob die großen Anbieter die am Ende nicht vielleicht doch verdrängen. Das Potenzial von Quantencomputern ist enorm, im Guten wie im Bösen. Anwendungen, wie gesagt, hochkomplexe Probleme, hochkomplexe Systeme, Bearbeitung auch von sehr großen Datenmengen oder auch zum Beispiel Entwicklung von ganz neuen Molekülen in der Pharmaindustrie oder sowas. Alles in der Theorie natürlich. Aber eine Schattenseite ist zum Beispiel, dass ein Quantencomputer wahrscheinlich mühelos den Bitcoin-Algorithmus knacken kann. Das macht Kryptowährungen in gewisser Weise sinnlos, wenn sie es nicht sowieso schon sind. Oder er kann auch mühelos fast alle heute gängigen Verschlüsselungssysteme überhaupt knacken. Der US-Geheimdienst NSA, da warnt schon seit Jahren vor gewaltigen Sicherheitsproblemen, wenn man jetzt nicht sämtliche Systeme neu absichert, bevor die Quantencomputer dann da sind und sie alle knacken. Wenn es nicht die NSA dann selber ist, die das versuchen wird. Und denkbar ist auch, dass zum Beispiel künstliche Intelligenzsysteme trainiert werden dann von Quantencomputern und damit eben wirklich eine Potenz bekommen könnten, die dann schon Fragen aufwirft für die Menschheit. Mal ganz abgesehen davon, was dann auch aus unserer guten alten Börse wird. Es läuft ja heute schon sehr viel über Programme und über Handelsalgorithmen. Wir trösten uns aber natürlich trotzdem noch damit, dass wir als Privatanleger ganz bestimmt trotzdem immer noch gute, zielführende Entscheidungen an der Börse treffen können. Nur wenn wir irgendwann mal wirklich solche Systeme haben, die aus den Daten vielleicht tatsächlich ziemlich gut sagen können, wie die Wirtschaft läuft in 3 Jahren oder wann sich Putin das nächste Mal in der Nase bohrt, was wird dann aus uns als kleine Anleger bei so einer Konkurrenz? Dann wäre es vielleicht schon gut, wenn wir zumindest ein paar Aktien noch haben von den entsprechenden Technologie- und Systemanbietern da. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Zukunft, sie ist und bleibt ein unberechenbares Biest. Wir haben ja schon oft erlebt, dass Dinge groß angekündigt worden sind und dann doch nicht besonders viel passiert ist. Und die Technik ist sehr, sehr komplex und eins kann man relativ sicher sagen, in Ihrem nächsten iPhone, da ist garantiert kein Quantenprozessor drin schon. Trotzdem potenziell großes Thema, selbstverständlich, das man als Anleger, denke ich, schon verfolgen sollte die nächsten Jahre.
Und was Sie hoffentlich auch verfolgen, das sind unsere Zukunftsmärkte-Reports. Morgen kommt ja der nächste raus zur starken Erholungsrallye gerade in Argentinien, obwohl das Land ja durchaus ein paar Probleme hat. Und selbstverständlich stellen wir auch argentinische Einzelaktien vor. Und die Reports von uns sind gratis, also tragen Sie sich schnell noch dafür ein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Morgen, wie gesagt, geht dieser neue Report raus. Und jetzt noch ein kleiner Physikwitz. Ich kenne ihn von diesem Video, ein Vorlesungsvideo von Anton Zeilinger aus Wien, Nobelpreisträger und einer der Abgötter der Quantenphysik. Ein Polizist hält einen Autofahrer an. Was glauben Sie, warum ich Sie angehalten habe? Ja, ich nehme an, ich bin zu schnell gefahren. Ja, was heißt, Sie nehmen an? Das müssen Sie doch gesehen haben. Nein, ich habe mein Tacho ausgebaut. Sie haben Ihren Tacho ausgebaut. Das dürfen Sie doch gar nicht. Ja, hören Sie, ich muss Sachen ausliefern. Ich bin darauf angewiesen, dass ich mich hier zurechtfinde. Und das Problem ist aber doch, wissen wir von Heisenberg, sobald ich weiß, wie schnell ich fahre, weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wenn Sie das lustig finden, wahrscheinlich kennen Sie dann die Unschärferelation, ist ja eine der wichtigsten Beschreibungen von Quantensystemen. Oder Sie haben einfach ein fröhliches Gemüt. So oder so, ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch von Ihnen oder noch besser gleich ein neues Kanalabo. Dabei dann auch auf die Glocke drücken, auf dass meine Videos Sie auch in Zukunft durch Raum und Zeit und durch die unendlichen Weiten von YouTube auch in Zukunft weiterhin erreichen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.